Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, Sir Lothar fehlt uns irgendwie, aber ich würde trotzdem ja, mit denen. Ich stehe bereit, Kreuzritter Fürst. Mit Sollen denen. Wir Galas Malatar angreifen? Ja, startet den Angriff. Ritter der Neuen, Umaril und seine Auroraner müssen vernichtet werden. So. Wir sind zu allem bereit, Kommandant. Gehen wir dann zu 8 rein. Für die 9! Für Charles und die 9! Für die 9! Für Akatosh und die 9! So, gehen wir rein. So. Ich hoffe, diese Auroraner werden gegen die vereinten Kräfte der Ritter der Neuen nicht bestehen. Diese Auroraner weiß, was wir drinnen vorfinden. Die Kräfte der Ritter der Neuen, wir haben sie überrumpelt. Achtung, wir haben sie überrumpelt. Ritter der Neuen, da oben ist jemand. Die schaffen den hier unten. Wo gehen die? Trennen sich. Diese Tür wird woanders aufgemacht. Okay. Wahrscheinlich hier. Block schieben. Lassen wir mal. Ich frag mich jetzt, die sind hier nur zu dritt. Also gehen wir mal hier mit. Wenn wir die Wahl haben. Los, werdet ihr müde? Ne, die sind doch. Ich gerade erst aus wie erbärmlicher Wurm. Erbärmlicher Wurm. Stirre. Für die Neun. Hey. Ist für Armee. So. Ich bin auf eurer Seite. Ich hab dich doch nie angegriffen, sondern. Halt euch alle mal schnell bitte, bevor ihr weitergeht. Halt euch bitte einmal alle voll. Leute. Wo sind die jetzt hingegangen? Leute? Sensor, wo sind die hingegangen? Durch die eine Tür vielleicht, oder? Ah, okay. Die einen kamen von dem Weg, die anderen von dem anderen Weg, oder wie jetzt? Und wir müssen jetzt durch die Tür. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu spät, um die zu retten da. Also hierhin müssen wir. Okay, hier sind auch wieder. Ja. Halt euch einmal bitte, komplett. Ob Umaril es wohl wagen wird, sich uns zu stellen? Ob Umaril es wohl wagen wird, sich uns zu stellen? Der muss sich noch heilen, der ist voll. Die sind hier auf der Seite zu viert. Hier sitzt. Ah! Lasst uns weitergehen. Lasst uns weitergehen. Es erweitert sich anscheinend weiter vorn zu einer. Wir sind wieder vollständig. Okay, Laton ist da. Lasst uns weitergehen. Es erweitert sich anscheinend weiter vorn zu einer riesigen Kammer. Ob Umaril es wohl wagen wird, sich uns zu stellen? Gute Frage. Ich würde gern. Ah, hier. Lasst uns weitergehen. Lasst uns weitergehen. Vielleicht einmal hier speichern. Wir müssen für den Kreuzritter. Jo, hey.
Ach, die stehen wieder auf, oder was? Stehen die wieder auf, oder was? Liegt das daran? Vielleicht, dass die wieder aufstehen? Für die Neuen! Jo. Ich bin auf eurer Seite. Ich wollte ihn nicht treffen. Ich glaube, ich muss irgendwas da oben machen. Sollen die dann erstmal kämpfen? Und sich heilen regelmäßig? Wo kommst du her? Gold, vielleicht muss ich das da kaputt machen? So, wo sind meine Leute? Wo sind die hin? Wo sind sie? Leute? Platon? Ich glaube, ich bin in einer anderen Ebene. Kann das sein? Hier haben wir nochmal diese Welkensteine. Ich glaube, da sind die schon. Ich glaube, das ist schon Umaril da hinten. Ich glaube, das da hinten ist schon Umaril. Ja, das ist er schon. Zumindest sein Körper. Ich habe die physische Form von Umaril zerstört. Wenn der Prophet mir die Wahrheit erzählt hat, muss ich mir selbst den Segen von Talos erteilen. Dann kann ich dem Geist von Umaril an einem Ort folgen, wo er zerstört werden kann. Umaril Schwert. Umaril Schwert nehme ich schon mal mit. Und wo kann ich mir den Segen von Talos geben? Ja, gefällt mir.
Ja, die Steine lassen wir mal. Komme ich hier einfach so durch? Nein. Was muss ich machen? Wie gebe ich mir den Segen von Talos? Also das ist eine abgeschlossene. Verstand, wenn der Prophet mir die Wahrheit erzählt hat, muss ich mit den Dingens. Erteilen. Dann kann ich dem Geist von Umaril an einem Ort folgen, wo er zerstört werden kann. Aber wie gebe ich mir den Segen von Talos? Jetzt hätte ich gerne einen Questmarker, der mir sagt, wohin oder was ich machen soll. Hier vielleicht? Das ist, Segen von Talos. Ah, okay. So, jetzt brauche ich aber erstmal wieder mein Dingens. Jetzt sind so. Jo! Spalangua! Elna da Rakuba! Umaril! Wie bin ich jetzt hier? Umaril ist endgültig vernichtet. Ich habe meine heilige Mission beendet. Kreuzritter, erhebt euch, steht auf und erblicket das Licht. Atmet wieder und erhaltet eure Belohnung. Ihr habt eure göttliche Aufgabe erfüllt. Ihr habt den Orden wiederhergestellt. Ihr habt den Feind der Neun bezwungen. Der Orden soll als Schwert und Schild der Neun dienen in den dunklen Zeiten, die uns bevorstehen. Wir sind euch zu Dank verpflichtet. Euch ist das gelungen, was uns versagt blieb. Ihr habt eure Sache gut gemacht und eure Ritter ebenfalls. Endlich sind wir vom Fegefeuer erlöst. Nun werden wir im Jenseits dem Ruhm der Neuen in deren Heerscharen dienen. Ihr könnt unsere Geister herbeirufen, wenn ihr uns braucht. Betet einfach an unseren Grabstätten, dann wird euch jeder von uns eine Gunst von den Neuen gewähren. Möge euer Schwert alle Tage eures Lebens den Neuen dienen, Kreuzritter. Lebt wohl! Und was, wer bist du jetzt? Sir Berich? Ihr habt meine Seele vor dem Bösen gerettet, das mich umgarnt hatte. Dafür stehe ich auf immer in eurer Schuld. Die alte Erbitterung, die mir im Leben so wichtig vorkam. Was ist sie nun? Wie kann sie gegen meine Seele aufgewogen werden? Ritter der Neun? Die Ritter der Neun stehen erneut Seite an Seite. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wir stehen tief in eurer Schuld. Schwert des Kreuzritters? Ich nahm das Schwert mit mir ins Reich des Bösen. Ihr habt uns beide gerettet. Die Götter lächeln angesichts solcher Taten, edler Ritter. Sir Caius? Das Böse ergriff Besitz von mir. An jenem Tag, an dem ich Sir Caius auf den Stufen der Priorei erschlug.
Ich hetzte ihn auf, da ich seinen Jähzorn kannte, und dann tötete ich ihn, als er die Waffe gegen mich zog. Ich habe ihn kaltblütig umgebracht, und das mit dem heiligen Schwert. Ich hätte ihn entwaffnen oder verwunden können. Doch ein kalter Stolz hatte mich gepackt, und so erschlug ich ihn, zog in den Krieg und kehrte niemals zurück. Das Böse gewann immer mehr Macht über mich, bis ich grausam wurde. Ein tyrannischer Herrscher, ein Schrecken im Land. Und im Tod hielt mich das Böse noch enger umklammert als im Leben. Dank euch liegt all das hinter mir. Sir Caius und ich werden Seite an Seite nach Aetherius reisen, wie in alten Zeiten. Die Götter sind wahrlich gnädig. Geht mit den neuen Ritter. Lass ich mal. So, Sir Ralvas. Sir Junkern. Hat Herr Sir Berich hier auch sein Dings? Sir Caius. Sir Henrik. Hier sind zwei. Da hinten sind ja auch zwei. Und hier sind nochmal vier, also acht. Wo ist denn dann das Grab von Sir Berich? Kriegt er hier keins oder wie? Kreuzritterfürst, wie kann das sein? Ihr seid am Leben? Es ist ein Wunder. Ich hörte Stimmen in der Krypta und ich kam, um nachzuforschen. Ihr seid in Garlas Malatar verschwunden. Nach der Schlacht suchten wir im Inneren der Ruine und fanden euch neben Umarils Leiche. Euer Körper war unversehrt, doch ihr war tot. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ihr habt nicht mehr geatmet. Wir haben euch in der Krypta zur letzten Ruhe gebettet. Wir hielten euren Tod geheim. Wir hatten Angst vor dem, was geschehen würde, wenn unsere Feinde erfuhren, dass ihr tot seid. Der Wunder der Neuen sind viele. Selbst der Tod kann den Kreuzritter nicht töten, würde ich mal sagen. Der Wunder der Neuen sind viele. In der Tat. Wir wussten, dass es euch gelungen war, Umarils physische Gestalt zu zerstören. Aber es schien, als hätte euch dasselbe Schicksal wie Pelinal Weißplanke ereilt. Sagt, wurde Umaril vernichtet? Ich habe ihn von seiner Seele getrennt. Natürlich, ich habe ihn endgültig besiegt. Ich habe nie an euch gezweifelt, Kreuzritter. Aber ich muss den anderen sagen, dass ihr am Leben seid. Sind die anderen überhaupt am Leben? Oder haben wir Verluste? Ich hoffe, wir haben keine Verluste. Horcht, Ritter der Neuen. Heute haben wir einen unleugbaren Beweis der Kraft und der Macht der Götter gesehen, denen wir dienen. Im Kampf gegen den schrecklichen Umaril gefallen, wurde der Kreuzritter durch die Gnade und Barmherzigkeit der Neuen wieder zum Leben erweckt. Wie kann das sein, fragt ihr? Was ist mit unserem Feind? Was ist aus Umaril, dem Ungefiederten, geworden? Umaril wurde vom Kreuzritter erschlagen. Sein Geist wurde in die Leere verbannt und endgültig vernichtet. Er wird sich nie wieder erheben. Lasst uns den Neuen danken. Durch ihre Macht hat der Kreuzritter die Welt für immer von Umaril befreit. Hoch lebe der Kreuzritterfürst! Auferstanden! Okay, es sind alle noch da. Also ich habe jetzt zweimal nochmal nachgezählt. Es sind noch alle da. Seid gegrüßt, Kreuzritter Fürst. Kommandant. Seid gegrüßt, Kommandant. Seid gegrüßt, Kommandant. Ja, bitte, Kreuzritter Fürst. Ist der Prophet auch noch hier? Ne, der Prophet ist nicht hier. Altar. Frohlocket, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen.
Heißt das jetzt das Ende mit der Questreihe? Warte mal, ich muss eben ganz sicher gehen. Hab ich hier... Okay, Schwierigkeit ist wieder normal. Warum war Umaril so einfach zu besiegen jetzt? Zweimal. So, hier gehen jetzt wahrscheinlich alle schlafen. Alle noch am Leben. Oder auch nicht. Sie liegt mit einem Schild in der Hand. So, unten. Salaton ist hier am Trainieren. Wo ist der Rest? In der Krypta vielleicht? Seid gegrüßt, Kommandant. Was? Ritter der Neuen? Sir Gukimir? Wer bist du denn? Sir Avita? Wo sind die anderen? Ich würde vielleicht in der Krypta die ganzen Dingens ablegen. Trank der Anmut. Außer vielleicht das Schwert. Ablegen. Habe ich überhaupt... Ne, ich bin jetzt komplett nackig. Ich bin komplett nackig. Perfekt. Ne. Ablegen. Das Schwert des Kreuzritters würde ich gerne nehmen. Und das Schild. Wow. Okay, so sind wir richtig schnell. Moin, was wollt ihr? Hast du irgendwie was? Ne, der handelt nicht, okay. Lebt wohl. Der repariert nur Sachen. Apropos, erstmal den. Und, Umaril Schwert, warum haben... Haben wir nicht Dingens gerade aufgenommen? Ach, doch, hier. Hummer, den Schwert würde ich aber ungern. Ich will den haben, aber irgendwo aufbewahren, sagen wir mal so. Hier. Genauso wie die Dinger. Achso, und die nehmen wir auch endlich mal wieder mit. So. Ja, sind wir erstmal wieder so unterwegs. Ohne Helm und allem. Achtung, morgen schon. Warum wir nicht schlafen?
Sir Carodus, Sir Areldur. Haben es alle überlebt, oder? Wer bist denn du? Sir Brelin, ah! Wo ist mein Pferd? Okay, dann ist jetzt eigentlich die Frage, welche Quest machen wir dann als nächstes? Firurawild sagt mir, ich bräuchte einen geringen Seelenstein, einen Kopfsalat und etwas Garn als Opfergabe für Shirgura. 10 Exemplare. Aleron schuldete einem orkischen Wucherer namens Kurdan Grodragold eine erhebliche Geldsumme. Ging vor einem Tag zu ihm, um ihn um einen Zahlungsaufschub anzuflehen und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Kurdan Grodragold geht oft in die nahegelegene einsame freie Unterkunft. Vielleicht sollte ich ihm dort einen Besuch abstatten. Mir gerade ganz Tränen. Anscheinend sind es buchstäblich Tränen eines Ritters, der auf irgendeine Art und Weise. Warte mal. Margate sagt mir, dass sie eine Anfängerin der Alchemiekunst sei und deshalb die Gegend oft nach Zutaten durchstellt. Wenn jemand Minotaurenhörner oder Ogerzähne für sie finden könnte, würde sie dafür bezahlen. Machen wir das. Ogerzähne. Wo finden wir welche? Wo finden wir Ogerzähne? Ich speichere das mal. Machen wir dann eben eine kleine Quest. Ich finde schade, dass hier jetzt keine Dwemer-Ruine gibt oder so. Oder gibt es im Norden Dwemer-Ruinen? Vorhin, warte mal, heißen die hier eigentlich? Ne, das war. Hier heißt er Zwergen. Also das sind Zwergendinger hier. Wurden die erst. Hießen die in Skyrim auch Zwergen Rüstung oder hieß das schon das Dwemer? Alter. Erschreckt mich nicht. Ich nehme das mal mit. Warte mal. Der macht 13 Schaden und 6 Punkte Schaden für 2 Sekunden Feuer und Magiker 20 Punkte Schaden. Nornalhorst haben wir gefunden. Okay, die Waffe ist hammergeil. So, jetzt brauche ich aber immer noch für die Quest hier Minotaurenhörner oder Ogerzähne. Wo finden wir Minotauren oder Oger? Da haben wir einen Imp. Ich finde es krass, dass jetzt aktuell alles mit einem Schlag irgendwie hinübergeht. Ich hätte trotzdem gerne jetzt einen Minotauren oder einen Oger.
Wo findet man solche Kreaturen? Was ist los? Oh, ich gebe auf. Nehme ich mal mit. Gute Dame, lebt ihr, also seid ihr in Ordnung? Was kann ich für euch tun? Okay. Lebt wohl. Ich gehe mal den Weg. Wieder sowas von den Eladen. Seya Tatar. Komischer Name. Und ich hasse diesen Stuhl. Wirklich. Sorry, aber der Stuhl, der fuckt mich einfach ab. Schon seit Ewigkeiten. Ich muss mal wirklich einen neuen Stuhl kaufen. So, wo? Keine Bedrohung. Und hinüber. Was ist das? Grünspannbecherling. Steintür zu Kynarets Grotte. Ist das auf der Karte markiert? Nee, gehen wir mal rein. Ah, das hier. Mit den Zweiglingen. Warum sind Zweiglinge eigentlich immer weiblich dargestellt? Ich will mich da jetzt nicht beschweren oder so, aber gibt's da keine männlichen Varianten oder sowas? So, ich brauche jetzt aber dringend einen Minotaurus oder einen Ogre. Wenn wir jetzt hier quer durch den Wald hier spazieren. Da haben wir noch eine Statue. Molag Bals Schrein. Man muss die Narren vor ihren Illusionen schützen, bevor sie zu ihm kommen. Die neuen Göttlichen sind langweilig,
Daedra, sie sind niemals langweilig. Da gebe ich dir recht. Gepriesen sei Fürst Molag Bal. Ja, genau, Molag Bal ist von den zwei bösesten Daedra meiner Meinung nach der Schlimmere. Merunes Dagon ist ja derjenige, der will nur erobern und sowas. Und das ist derjenige, der auch Sexualstraftaten begeht. Ihr wandelt im Schatten des Verderbers. Weshalb seid ihr hier? Schrein von Molag Bal. Was wollt ihr am Schrein von Molag Bal, dem Peiniger der Menschen? Ich wünsche ein Opfer darzubringen. Ich habe hier nichts zu schaffen. Ach komm, machen wir trotzdem. Auch wenn das nicht gerade das Schönste ist, was der tut. Wir sind trotzdem Daedra Anbeter. Wenn ihr meint, würdig zu sein, bringt Molag Bal ein Opfer, das Fell eines Löwen. Es hat einen Grund, dass Schreine geheim gehalten werden. Die Leute hassen uns. Ignorante Narren. Okay. Wir beobachten... Euch wurde der Weg zu Molag Bal verraten. Tut, was ihr wollt. Nee, ich erhoffe mir dädrische Artefakte. Wenn ich eins aus Skyrim gelernt habe und ein bisschen aus Morrowind... Scheiße, wir haben in Morrowind so gut wie gar keine daedrische Quest absolviert. Und wir haben in Morrowind auch Maik nicht gefunden. Oder? Hatten wir ihn gefunden? Ne, ich glaube, wir hatten ihn nicht gefunden. So, Fell eines Löwen. Jetzt ist nur die Schlangenhöhle gefunden. Ich will trotzdem hier einmal... Wer fällt ein? Ich will was finden. Also ich will einen Ogre oder Minotaurus finden. Ah, das ist ein Kobold. Nein, ein Goblin. Nicht Kobold. Ein Gobbo. Das ist da vorne... Da vorne ist eine Siedlung. Okay, das ist ein Baumstumpf. Wetterli, Tür zu Wetterli. Okay. So, Fell eines Löwen brauche ich. Auch noch. Oder mit Löwen mache ich ein andermal. Okay, das führt jetzt auch... Das führt jetzt nach Hammerfell. Okay, hier sieht es aber auch richtig nice aus. Windhöhle entdeckt. Thank you.
So, wie weit hoch können wir? Also bis jetzt erstmal noch sehr weit hoch. Klar, mit ein paar Komplikationen, aber... Bis jetzt. Ich find's krass, wie weit wir sehen können. So, welche Stadt ist das? Skingrad, ne? Und da haben wir Quatsch. Quatsch ist auf so einem riesigen... Okay, nice. Ist mir nie aufgefallen. So, und da vorne haben wir Bruma. Ist doch Bruma, oder? Das ist Bruma direkt hier. Warte, wir sind aber immer noch auf der Map, also in der Map. Im Gebiet. Ich gucke mal, wie weit wir... Ob ich hier auch einfach nach Riad, also nach Hammerfell. Riad wäre die nächste Stadt da hinten. Einfach durchgehen können. Und in Riad wäre ich hier ungefähr, vielleicht sogar schon an dem Fluss. Wo ich eigentlich das nicht machen wollte jetzt. Ich wollte eigentlich einen Minotaurus oder einen Ogre finden. Aber ich glaube, das können wir jetzt nicht so einfach machen. Man müsste erstmal wissen, wo die sind. Sind das Kreaturen oder Steine? Das sind Steine, okay. Ich glaube, den Weg kriegen wir nicht so einfach hin. Okay. Da frage ich mir eigentlich, wenn das hier schon Hammerfell ist, könnte man rein theoretisch auch bis nach Dingens hier gehen? Nach Hochfels? Denn Bethesda hat ja anscheinend hier sich die Mühe gemacht, zumindest die Landschaft, die Form und so weiter. Hier zumindest zu erstellen. Klar, es fehlen da die Städte und so, die ganzen Orte, die Gebiete, ja. So, wir sind schon gleich in der Grenze. Hier ist eine Straße. Oder? Ist das eine Straße? So, Akrobatik hat sich verbessert. Warte mal, das will ich jetzt von weiter oben sehen. Wir sind schon über der Grenze auf jeden Fall. Schon wieder.
Also Rihad wäre hier ungefähr. Da hinten. Aber müsste hier jetzt nicht eigentlich alles Wüste sein? Ich muss mehr in die Richtung. Also ich will den Standort von Rihad auf jeden Fall sehen, wie das hier aussieht. Vor allem, ich könnte Oblivion richtig geil nutzen, um ein Serienprojekt an die Welt nachzubilden von Tamriel. Wo wir ja hier The Elder Scrolls als Serie umsetzen. Als Animationsserie. Und dann um die Orte, die Landschaften irgendwie nachzubilden. Klar, detaillierter wäre das in Elder Scrolls Online, aber da hat man ja keine Meshes so zur Verfügung, sagen wir mal so, auf die man zugreifen kann. Oder falls einer von euch da irgendwie weiß, wie ich dran zugreifen kann, kannst dich gerne melden, also über irgendeinen Weg oder so. Da würde ich mich sehr freuen. So, jetzt muss ich eigentlich direkt nach Süden, ne? Wie ich das aus Elder Scrolls Online nehme, meine ich jetzt so. Die Meshes. So, und es wird natürlich wieder dunkel. So, hier irgendwo wäre wahrscheinlich Rihad, wahrscheinlich sogar da oben. Ich gehe mal in eine andere Richtung. Ich frage mich, ob wir hier auch die Alike-Wüste sehen können. Ob Bethesda das rein theoretisch reingebastelt hat. Denn die Alika-Wüste ist hier weiter nordwestlich. Ich frage, Alter, wie riesig die Berge eigentlich sind. Eigentlich wäre das da vorne schon die Wüste. Wir müssten auf jeden Fall hier einmal jedes Land besuchen, also reingehen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wenn wir in die Richtung mal gehen. Hier hatten wir ja schon Morrowind. Weiter rauszoomen können wir ja leider nicht. Könnten wir die Insel Vardenfell sehen? Rein theoretisch. Oder was ich auch interessant finde, ist, können wir Somerset sehen? Das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden.
inwieweit das möglich ist. Oder ob es hier irgendwann eine Grenze gibt. Denn wir hatten ja letztes Mal hier irgendwie festgestellt, hier unten irgendwo, dass wir noch weiter raus aus der Karte gehen konnten, meine ich. So, aber wenn hier wirklich alles vorhanden ist, ich nehme einfach das hier. Ich nehme einfach die Map von hier und packe die in mein Projekt rein. Vor allem die ganzen Ortschaften, Städte und so weiter aus Elder Scrolls, also aus Morrowind, Oblivion und Skyrim, die werden auf jeden Fall noch ein bisschen größer dargestellt bei der Serie. Die Frage ist nur, hält mein PC das aus, wenn ich das mache, bearbeite, erstelle? Warum ist hier so eine riesige Fläche einfach? Ist hier was Besonderes, Bestimmtes? Ich weiß, ich renne hier jetzt einfach doof durch die Gegend in die Leere und nichts passiert oder sowas, aber ich will jetzt wissen, wie weit wir hier gehen können. Warte mal. Nee, da. Oder? Können wir Sentinel von hier aus sehen? Erkennen? Oder Daggerfall alias hier Dolchsturz? Oder Vegasu? Vairest? Ich frage mich da gerade echt so viel. Also das hier müssten eigentlich jetzt die Dragontail Mountain sein oder das Drachenschwanzgebirge, meine ich. So, da vorne beginnt schon Schnee. Also das wird schon auch. Müsste hier nicht Wüste sein? Okay, Wüste wäre noch weiter nach links.
Das ist der Drachen. Ja, das ist der Drachenschwanzgebirge. Die Wüste wäre noch weiter westlich. So, jetzt stellt sich mir die Frage, die Iliak-Bucht, sehen wir die gleich da? Irgendwann, wir sind ja schon jetzt sehr weit nördlich auf der Map. Also von der nördlichen Grenze ist Sirodi jetzt schon raus. So, wir sind ja jetzt nördlicher als die Grenze. Und wir sind jetzt irgendwo in dem Gebiet, wo Manimako mal sein Versteck hatte in Elder Scrolls 2, Daggerfall. Mit seinen Nekromantenschergen. Ich finde es aber echt geil, dass wir hier so weit raus können. Ich sag aber trotzdem schon mal, es wird vielleicht einige Leute stören, einigen wahrscheinlich nicht passen, aber ich mag es hier so auch mal rauszugehen, zu gucken, wie das Gebirge jetzt gemacht wurde, wie weit man rausgehen kann. Einmal, weil ich mich komplett für die Lore und so weiter von Elder Scrolls interessiere. Auch wenn ich einiges falsch interpretiere oder sowas. Und ich aber trotzdem gerne alles erkunden will. Und andererseits, weil ich auch so vieles dafür für mein Serienprojekt halt brauche. So, wir sind schon im Norden angekommen. Also noch weiter nördlich. Wie heißt der See da oben? Nördlich von Skyrim nochmal? Geistersee. Boah, den Stuhl, ich hasse den. Sorry. So. Warte mal. Das müsste schon doch tatsächlich Skyrim sein da hinten, oder? Kann das sein, dass das da schon der... Ist das der rote Berg? Dark of Ur? Vulkan von Morrowind? Dann kann das da wahrscheinlich schon der Himmelsrands Hals der Welt sein. Zumindest der Anschlussberg davon. Obwohl der ist höher. Also das ist das noch nicht. Aber das da hinten könnte schon der rote Berg vermutlich sein. Von da vorne hört schon jetzt mit den Bäumen auf. Das heißt, da kann schon gefährlich werden, dass wir wahrscheinlich rausfallen. Ah, ja. Okay, noch weiter können wir nicht. Wenn wir jetzt hier entlang gehen. Ich habe hier gespeichert. Ja. Und was passiert jetzt? Okay, schnell speichern. Okay, da sind wir drauf gegangen.
würde ich eben von hier irgendwie eine Schnellreise machen. So eine Stallungen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Thank you.